Moin ihr Lauser und herzlich willkommen bei Krachmogger TV. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich hier wieder eine Fresse ziehe, liegt nicht daran, dass ihr euch das gewünscht habt. Mir ist kalt, ich bin müde und heute reden wir über die erste Welle Black Metal. Film ab. Und trotz des Schietwetters da draußen oder da mittlerweile auch wieder 10 Uhr ist, ich habe so richtig Bock, über dieses Thema zu reden. Und wisst ihr, warum diese erste Welle Black Metal, warum das so ein spannendes Thema ist? Ganz einfach. Erste Welle Black Metal, das ist ja ein Begriff, der wurde ja erst später besetzt. Ne? Also Bands wie Venom, wie Hellhammer, wie Bathory, die haben sich ja selber nicht als Black Metal bezeichnet. Das sind praktisch die Vorläufer dessen, was später dann so ab den 90ern in Norwegen als The True Norwegian Black Metal erfunden worden ist. Oder auch überall anders auf der Welt, wie in Japan mit Sai oder wo auch immer. Und was ich heute mit euch ganz gerne machen möchte, weil den Wikipedia-Bericht zur Black Metal, da könnt ihr euch selber durchlesen. Ich möchte mit euch mal so Schritt für Schritt gucken, warum ist diese erste Welle so interessant? Wer ist wichtig und wer ist auch von an Bands wichtig, die sonst so im Allgemeinen dann nicht genannt werden? Und wenn man so mal ganz oberflächlich schaut, erste Welle Black Metal, ganz oberflächlich mal so ein bisschen recherchiert, wirst du immer auf zwei Bands stoßen. Und mit denen fange ich natürlich auch gleich an. Das sind natürlich Venom, das sind Hellhammer und das ist natürlich auch Bathory. Aber und wie ich das schon gesagt hatte, dieses erste Welle Black Metal, da springt es einem ins Auge, dass man da so etwas wie Grundlagenforschung betreiben muss. Und Grundlagenforschung finde ich im Metal generell immer sehr, sehr interessant. Wo kommt etwas her? Wo war der Anfang? An wem hat sich der und der Künstler orientiert, dieses oder jenes Werk geschaffen zu haben? Und wenn wir sagen, dass wir da Bands wie Mayhem, Burzum und Darkthrone haben. Die haben sich an ganz bestimmten Bands orientiert, um diesen Sound zu schaffen, zu kreieren. Und welche Bands dieses alles gewesen sind, über diese Trinität der ersten drei Black Metal Bands, Welle hinaus und so weiter, ne? Da wollen wir mal gucken. Und wie weit geht man da auch zurück? Weil du hast natürlich auf der einen Seite Venom, Hellhammer, Bathory, Hellhammer natürlich respektive auch Celtic Frost, ist klar. Aber da könnte man noch überlegen, wo hat denn überhaupt so dieses Düstere im Metal seinen Ursprung? Dieses Satanische, das was ja in der ersten Welle so das erste Mal so richtig Symbol auch gefunden hat. Ja gut, da kannst du natürlich so die Antwort geben, die jeder geben wird, wenn es darum geht, Grundlagen, Ursachen, Forschung, Metal. Black Sabbath, ganz klar so. Aber wenn man sich überlegt, dass natürlich schon so in der Rockmusik so sowas wie Elvis, selbst was für Elvis Presley als satanisch gehalten hat, so natürlich so bei den besorgten Eltern, die dort ihre Teenies da auf Tanzpartys da Hüftschwünge imitieren haben sehen, so da hatten die wahrscheinlich noch ganz andere Sorgen, aber natürlich schiebt man den schwarzen Peter dann immer dem ollen Satan dazu, nicht? Aber auch noch vor Black Sabbath, da hast du ja sowas wie Coven zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob Coven wirklich eine Inspiration für etwas wie A Blaze in the Northern Sky gewesen ist. Das denke ich nicht. Aber Coven haben ja, ja, ohne solche Bands hätte sowas wie Devil's Blood wahrscheinlich auch nicht gegeben. Die haben so erstmalig so auch so was bei diesem Lavation Universum so etwas wie ja, so satanischen Ritus auf Platte gebracht und somit natürlich auch erwähnenswert, wenn wir mal überlegen, was denn so überhaupt die Grundpfeiler des Black Metals sind. Und das ist natürlich so eine gewisse satanische Natur. Und die erste Band, die das so richtig rübergebracht hatte, ist, ja, das ist Venom. Und wenn wir Venom nehmen und jetzt einmal nochmal kurz zurückgehen, dann können wir nämlich daraus Interviews herauslesen, was deren direkte Einflüsse gewesen sind. Und die sagen ganz klar, das ist sowas wie Motorhead, das ist sowas wie GBH. Falls euch GBH nicht sagt, müsst ihr euch nicht schämen für. Ist eine mega geile, alte, räudige Punkband. Und ich als oller Punkrocker, der hier denkt, der kennt dann schon so das ein oder andere, hab die auch erst irgendwie bei der Recherche zum Thema, wenn du mal so Bücher liest, wie ich hab hier ein bisschen was mal hingelegt, ne? Bei Dale Patterson kommt das drin vor und so weiter, ne? Und wenn wir dann doch noch mal einmal zurückgreifen, wenn du mal von Motorhead jetzt so die Overkill anhörst, da hast du ja so, wenn du das Ding durchhörst, das ist natürlich
Nee, da kann man sagen, wir nehmen jetzt einfach mal so die 70er und setzen da so dieses klischeehafte Hippie-Ding so drauf. Ne? So mit Led Zeppelin und so weiter und das ganze Gedöns und so weiter. Und dann ist praktisch Motorhead, Overkill manchmal, genau das nur mit einer mega krassen Distortion geballert. So, so kam mir das vor, als ich das letztens mir nochmal durchgehört habe. Und dann habe ich mir von Venom, na, hier Welcome to Hell 1981, das muss man mal überlegen, so früh 1981 die Welcome to Hell angehört und das klang im Grunde genommen dann nochmal so, wenn du Motorhead nimmst und da im Grunde genommen alles Überflüssige, wie das ganze Filigrane und das ganze, was Motorhead im Grunde genommen auch so wichtig macht, so diese Vielfalt, wenn du das alles wegnimmst und dann nochmal Distortion und nochmal geballert irgendwie drauflegst und dann überlegst du, dass der Bass dann einfach nochmal noch mehr dröhnt, so, ne? Und Venom sind deshalb, ich möchte über die ersten drei natürlich ein bisschen ausführlicher sprechen, danach wird es etwas kurz angebundener, sag ich mal, aber ich möchte da jetzt auch nicht durchtoben, da kennt ihr mich. Venom haben in den Black Metal oder dem Black Metal das beigebracht oder dem das hinzugefügt, was bis heute sehr entscheidend ist. Es ist so das Killer-Nietending, überhaupt das Nietending, das satanische Image. Es sind auch die Pseudonyme. Die sind da hier mit Kronos, Mantas und Abaddon dann eben aufgetreten und nicht mit ihren realen Namen. Und haben diesem ganzen musikalischen Ding auch auf der Bühne eine sehr, ja, ich sag jetzt einfach mal, satanische Aura gegeben und natürlich auch ordentlich Lärm gemacht. Jetzt muss man natürlich bei Venom immer noch mal überlegen. Wir kommen jetzt nachher zu Bands, die in die Thematik noch mal etwas tiefer eingreifen. Und Venom haben sehr früh schon gesagt, dass das alles, dieser ganze satanische Content für sie Mumpitz ist. Das heißt also eigentlich alles nur Show. So wie bei Kiss. Und da habe ich mal mir die Frage gestellt, ist das denn eigentlich relevant, wenn eine der Wegbereiter der zweiten Welle Black Metal selber von sich aus sagt, dass das, was sie gemacht haben, eigentlich nur ein Jokus gewesen ist, der Show wegen, ob man dann so etwas wie Venom überhaupt noch als solche wegbegründende Band wahrnehmen kann. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, das kann man sehr wohl. Denn was letzten Endes zählt, ist ja das Werk, was sie gebracht haben. Was sie danach darüber erzählt haben, ja gut, das mag das ein bisschen schmälern, wenn man dann weiß, die haben das halt nicht so ernst genommen. Auf der anderen Seite stehen die Alben ja so für sich da. Und so kann man, wie bei einem Film, den Film auch einfach so für sich nehmen. Und wir kennen das, glaube ich, aus der Musik ganz häufig, dass du manchmal einfach das Werk so für sich nehmen musst und den Künstler wahrscheinlich auch mal ausblenden solltest. Ja, und mit Welcome to Hell, das ist, denke ich mal, so einer der frühesten Vertreter, den wir als Album haben, wo man sagen kann, das siehst du auch, kann man sich ja auch überlegen, wie kommen denn die Leute da drauf, diese oder jene Band als erste Welle Black Metal zu bezeichnen oder eben die oder die andere wiederum nicht. Da kann man ganz schön auch einfach mal sich die T-Shirts von den ganzen Bands angucken aus der zweiten Welle und überlegen, was haben die denn alle so angehabt? Und die hatten natürlich auch häufig, ja, Venom an, aber eben auch Hellhammer oder wie wir da nachher noch kommen, Blasphemy, die Sadistic Execution und solche Sachen. Und die ganzen Mayhem-Bilder, die man anguckt, die Fotografien aus der Zeit mit Dead. Und das ist ja noch eine relativ frühe Zeit. 1982 haben Venom dann ein Album rausgebracht, was vermutlich man muss ja mal so ein bisschen sagen, geht man da jetzt ein bisschen tiefer in die Materie und argumentiert oder macht man es ein bisschen oberflächlicher. Sie haben 82 das Album Black Metal rausgebracht und damit ja sozusagen diesen ganzen einen Namen gegeben. Aber eben noch nicht so, dass man gesagt hatte, okay, das ist jetzt die Szene Black Metal, weil diese ganzen Bands, und da kommen wir ja später noch zu Bands, die ihr jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht mit Black Metal identifizieren würdet, wenn ihr das Ganze jetzt einfach nur euch so anhört, da hat man ja ganz andere Begriffe wie Extrem Metal kam dann also oder sowas oder was auch immer. Aber mit Black Metal hatten sie so eins der ersten Male diesen Begriff reingebracht. Aber der ein oder andere, der jetzt sich ein bisschen auskennt, der weiß, Holy Moses, die haben tatsächlich diesen Begriff Black Metal, und zwar in dem mit dem Album, beziehungsweise ich glaube, hier in Demo, Black Metal Masters von 1980, so das erste Mal diese beiden Begriffe zusammengebracht. Ne? Ich habe nachher noch mal ein Interview mit Holy Moses gelesen, da wurden sie dazu befragt, wie es zu diesem Namen kam. Ich glaube, das hatte überhaupt keinen Zusammenhang damit, was irgendwann mal aus Black Metal wurde oder zu was Black Metal wurde, dieser Begriff. Da konnten die selber auch gar nicht sowas zu sagen. Ja, und wenn du mal, ich habe mir jetzt ja auch ein paar wichtige Songs auch aufgeschrieben für die Leute, die jetzt so gar keinen Plan haben. Da möchte man ja vielleicht auch, oder hat keine Zeit, sich jetzt alle Alben durchzuhören. Ja, aber Welcome to Hell zum Beispiel,
sage ich euch jetzt erstmal, das ist ja sowieso auch ein ikonisches Cover-Artwork. Also das sind ja sowieso fast alle Cover, die ich euch jetzt so im Laufe der Show zeigen werde. Aber echt mit solchen Sachen wie Mayhem with Mercy oder Live Like an Angel, Die Like a Devil, das sind so eine richtigen Rocker. Und bei Venom muss ich sagen, wir kommen ja auch gleich zu Hellhammer, das ist nochmal ein extrem anderes Beispiel. Venom, finde ich, ist von diesen drei großen Bands, ich finde einfach die leicht verdaulichste auch. Also sowas wie von Venom, von den ersten drei Alben, wahrscheinlich später die Sachen sowieso ja auch, das kannst du auch auf relativ gesitteten normalen Metal-Partys spielen. Wo jetzt zum Beispiel vermutlich so ein Klassiker von Hellhammer einfach ein bisschen zu kantig wirken würde. Sowas wie hier Angel Dust und Witching Hour, In League with Satan. In League with Satan, den Song liebe ich so sehr, weil er so einen geilen Rhythmus hat, ne? Hier vorne alles ein bisschen aufgestapelt. Und dann haben wir hier natürlich das legendäre Black Metal Album. Bei mir sind das hier alles übrigens Re-Releases. Ich habe mir ja zu den wichtigen Zeiten, in der Zeit habe ich noch gar nicht gelebt, ne? Aber in den späteren wichtigen Zeiten, wo man sich Satellite kaufen können, wahrscheinlich noch zum etwas schmaleren Taler, da habe ich ja nur CDs gekauft. Und somit habe ich mir jetzt die Re-Releases. Da ist aber ordentlich Bonusmaterial bei. Das finde ich eigentlich jetzt auch ganz nett, ist schön. Ja, hier mit Black Metal hast du natürlich. Und ein Song, aber ja, ein bisschen Querverweise, ne? Teacher's Pet. Und wenn ihr euch Teacher's Pet mal anhört, da habt ihr eine ziemlich bekloppte, ich würde auch eher sagen, dämliche Melodie. So ist de. Und diese Melodie werdet ihr irgendwo wiederfinden. Und wisst ihr wo? Nämlich bei Bathory. Bei Bloodfire Death auf dem Song, ich vergesse mal, Pace Till Death. Und Quarton hat diese Melodie mit reingenommen und so wie ich das rausgelesen habe, war das schon sowas, dass er Venom irgendwie auf den Arm nehmen wollte damit oder so, also dass er sich da einen kleinen Scherz erlaubt hat. Und warum das eigentlich nochmal Erwähnung auch finden sollte mit über Venom sich einen Scherz erlaubt, da kommen wir dazu, wenn wir gleich über Bathory sprechen. Und das können wir eigentlich auch relativ zeitig machen, denn ich denke, mit diesen ersten beiden hast du auf jeden Fall die ganz großen Klopper von Venom durch, die muss man kennen. Und was man dann aber auch noch kennen sollte, ist natürlich auch hier dieses schöne Stück hier mit dem schmissigen Titel At War with Satan. Ich komme mal mit In League with Satan durcheinander. Aber da haben sie halt einfach mal so einen 19-Minuten-Song draufgehauen. Und das war halt einfach so, dass die sich gesagt haben, also Venom und viele der späteren Bands ja auch litten meistens darunter, dass ihnen erst viele Jahre später die Ehre zuteil wurde, als Wegbereiter für etwas gesehen zu werden, dass diese Alben Kult waren. Als gewisse Alben erschienen sind, zu der Zeit wurden sie verrissen, die Leute haben sich darüber lustig gemacht und so haben sie eben auch Venom immer erzählt, so ihr könnt doch überhaupt nichts. Und wie sie es dann halt gesagt haben, wie Kronos das glaube ich sagte, wenn du einfach weißt, du kannst nichts oder alle dir sagen, du kannst nichts, was machst du dann? Ja, du schreibst einfach einen Song, der 19 Minuten geht, so, ne? Da wagt sich sonst ja schon eigentlich keiner ran. Hellhammer. Wo ich jetzt gerade eben gesagt habe, dass Venom eben so ein Ding ist, das ist richtig, das ist so Musik, die ist eigentlich leicht verdaulich. Die geht gut ins Ohr, das sind Rocker. Die kannst du auf einer Metal-Party spielen, das macht nichts. Das geht vollkommen in Ordnung. Ist Hellhammer, würde ich sagen, genau der Gegensatz. Und später mit Celtic Frost dann sowieso, weil wirklich sehr schwer verdaulich. Und für mich in diesem Dreiergespann Venom, Hellhammer, Celtic Frost, ich sage immer dazu, Bathory, ist Hellhammer für mich, das musste ich mir hart erarbeiten. Also sehr oft reinhören, am Anfang nicht gecheckt, was daran so geil sein soll. Und es hat wirklich lange gedauert. Irgendwann hat es geklickt. Ich kann euch nicht mal sagen, wann das gewesen ist. Bei mir ist es auch so, dass ich in den Black Metal ja eingestiegen bin mit solchen Sachen wie In the Nightside Eclipse. Und da merkt ihr schon, das sind natürlich ausgesprochene, ausgearbeitete
atmosphärische Geschichten. Und ich habe erst danach so angefangen, dass ich mich dann Sachen für diese raueren Sachen interessiert habe. Zum Beispiel für Dark Throne. Mein großes Interesse kam erst viel später. Und jetzt habe ich zum Beispiel in letzter Zeit viel Blasphemie und so. Wir kommen nachher noch so ein bisschen zu diesem Begriff Anti-Musik. Also ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, dass man sich sowas dann erarbeiten muss oder das. Aber ich finde, Hellhammer ist schon etwas, was sehr kompliziert ist. Und das ergibt sich auch aus der ganzen Biografie von Tom G. Warrior, weil relativ früh bei Noise Records gewesen, großes Label, wo dann auch Creator gewesen sind, hat er das Problem gehabt, dass er eigentlich immer nur verlacht worden ist und verrissen. Und wir haben erst Demos gemacht, hier Death Fiend, Triumph of Death, entscheidende Musikjournalisten haben das schlicht und ergreifend für den letzten Rotz erklärt. Und da ist dann so ein Tom G. Warrior, und heutzutage wissen wir um seine Biografie und wie seine Kindheit gewesen ist und dass er da richtig Scheiße fressen musste früher. So, seine Mutter hat ihn da immer alleine auf dem Hof gelassen und da mit 1000 Katzen und alles voller Pisse und Scheiße. Und er musste da relativ schnell da auf eigenen Füßen stehen. Und ich denke, dass der halt auch irgendwie da so... Ja, dass es ihm da oben in der Murmel halt mal auch nicht so oft so sonderlich gut geht. Aber das dann zu verstehen, wie er das in der Musik verarbeitet, was auch am Anfang durchaus nicht unbedingt musikalisch so dermaßen hochwertig gewesen sein mag, also nicht so sonderlich kompliziert gespielt. Venom sind da so mit den ersten Sachen schon vielleicht ein bisschen weiter gewesen. Aber Hellhammer ist eine Sache, die musste ich mir nicht nur erarbeiten. Ich glaube auch Tom G. Warrior mit Martin Erik Ein musste sich viel erarbeiten, Schritt für Schritt. Und es fing halt einfach an einem Punkt an, wo es niemand ernst genommen hat. Und dann hast du eben zwar solche Sachen wie Satanic Rites und Apocalyptic Raids, die EP, denn sie sprechen hier von der Zeit zwischen 83 und 84, ne? Das sind heute Klassiker. So, also das geht ins Ohr, du weißt es einfach. Aber früher wusste man das so nicht. Und irgendwann war dann der Punkt, dass das Label die überhaupt nicht mehr irgendwie wirklich ernst genommen hat. Beziehungsweise auch niemand anders. Und die auch gar keine Chance mehr für sich gesehen haben. Gar keine Zukunft mehr in der Musik. Und dann hat sich Tom mit Martin zusammengesetzt in einer Nacht, wie man das schon erzählt, und haben das gesamte Konzept für Celtic Frost ausgearbeitet, mit Logo und den Symbolen und so weiter, und haben dann relativ schnell die Morbid Tales aufgenommen. Und so kann ich jetzt zum Beispiel bei allen anderen Bands immer so sagen, ich habe hier ein ganz bestimmtes Album, das ist wichtig für die Entwicklung gewesen. Du hast, ich würde sagen, bei Venom kannst du die Welcome to Hell noch eigentlich mehr hervorheben, beim Black Metal, bei dem Album ist es natürlich der Titel, so. Kommen dann gleich zu Bathory. Bei Hellhammer ist das ganz schwierig, jetzt ein einzelnes Album rauszugreifen, weil es schon, wie ich gesagt habe, immer eine stetige Entwicklung gewesen ist, die ganz weit unten angefangen haben mag, aber wahrscheinlich so vom Verständnis für den Black Metal schon relativ früh, relativ düster gewesen ist. Das darf man auch nicht vergessen. Und deshalb ist so die Morbid Tales, glaube ich, dann von Celtic Frost so das, wo ich sagen würde, das dürfte deren Monolith in diesem Ding sein. Auf der anderen Seite, das ist jetzt für diese erste Welle Black Metal, in deren eigenen Schaffen halte ich die Monotheist ganz weit oben. Und zum Beispiel ein Mirai Kawashima von Psy bezeichnet dann später die Into the Pandemonium und die dritte Bathory als Schablonen für die zweite Welle Black Metal. Zwischen kam auch die Megatherion. Hört's euch einfach mal an. Also Hellhammer, das ist ein ganz, ganz schwerer Brocken. Aber wenn man ihn erstmal hat, dann hat man zumindest für finstere Zeiten eine Menge Soundtrack, ne? Was ich jetzt gerade noch mal sagen wollte, bevor ich jetzt hier weitergehe zu Bathory. Hellhammer haben 84 an einer Split teilgenommen, die Death Metal hieß. Ich hatte, als ich von dem Titel das erste Mal gehört hatte, das erste Mal im Zusammenhang mit Halloween gehört. Und zwar nehmen wir an dieser Split Halloween, Hellhammer, Running Wild und Dark Avenger teil. Und dann hast du diesen Titel Death Metal und du hörst Halloween. Und das hat überhaupt gar keinen Bezug. Ne? Also wirklich so dieser Begriff Death Metal ist genauso, wie wenn du wahrscheinlich, wo ich vorhin von Holy Moses gesprochen habe, du hörst da dieses erstmal Black Metal Masters. Ne? Das ist ganz witzig, wie so Begrifflichkeiten, die später zu einem Genre geworden sind, irgendwann auch mal dastanden, einen ganz anderen Zusammenhang hatten. Das gerade erst wieder gelesen, weil ich jetzt auf dem Keep It True Satan live gesehen habe. Grandios. Grandiose Stimme. Aber das ist halt Heavy Metal. Ne? Und die selber hatten sich halt komplett auch von jeglichem Satanischen freigesprochen.
Das ganz kurz am Rande, lass mal zu Bathory kommen. Und zwar sind die allererstmals in Erscheinung getreten auf dem Scandinavian Metal Attack Sampler. Zusammen mit Oz, Zero Nine, Spitfire und Trash. Ich hatte jetzt hier übrigens, Mensch, ich lege mir die Platten extra hin und zeige sie gar nicht rein. Das ist hier schön und übrigens dann auch nochmal alle selber gekauft, also hier nicht geschenkt bekommen, aber richtig schwer. Das sind die Re-Releases. Ist alles Doppel-LP und auf den Seiten 3 und 4 echt noch schönes Material und vor allen Dingen richtig dicke Booklets mit dabei. Und zwar einmal sowohl bei der als auch bei der hier. Ich halte sie mal da höher. Und in dem Werk hier. Into the Pandemonium. Für Leute, die jetzt die erste Show hier mit mir gucken, ihr werdet euch dran gewöhnen müssen. Meine regelmäßigen Zuschauer wissen das. Ich tanze hier von Thema zu Thema, spring hin und her. Ist hier völlig normal. Das wollen die Leute auch so, nicht? Und dieses Album, das ist ja hier mit Orchester aufgenommen. Und das ist ja ein Wegbereiter. Ich glaube, mit dem Album hat er irgendwie die ganzen 90er Gothic geebnet, so, ne? Also, und das wurde auch verlacht. Also wirklich, bei Cold Lake kann man dann immer noch sagen, okay, da hat er sich verlaufen, so, ne? Aber mit diesen drei ersten Alben, ich finde das immer so spannend, wie es ist immer die Zahl 3, ne? Ah, nee. Jetzt einmal hier rausholen. So. Es sind immer 3 Alben, ne? Bei Bathory natürlich auch. Die ersten 3. Ja, und dann kommen wieder 3, dann kommt nämlich ja seine Viking-Phase. Aber wir sprechen heute nur über diese hier. Ich hatte vorhin schon Bloodfire Death kurz angesprochen. Das ist natürlich so das Ding. Ihr seht hier, der Gelbe. Na, er ist leider nicht gelb, aber wäre sie gelb, würden wahrscheinlich Leute versuchen, bei mir einzubrechen. Und das wäre dann auch schlecht. Das wäre die Erstauflage, die heute sündhaft teuer ist. Aber das ist das erste Ding eben. Und das kam 1984 raus. Und da sind einfach auch, da sind Songs drauf. Also die ist noch nicht das, wo ich jetzt sagen würde, das ist wirklich das, was den Black Metal in der zweiten Welle, für das, was die zweite Welle ist, die ja noch einfach mal wesentlich, wo es viel um Monotonie, um Atmosphäre ging, ne? Nicht das, was das geebnet hat. Das ist noch relativ räudig, ich würde nicht sagen punkig so, aber motorheadig so in die Richtung, ne? Aber wenn ihr euch da mal so einen Song wie Necromancy anhört und dann War von Burton zum mit darin vergleicht. Ne? Das gibt ganz viele, viele, viele schöne Querverweise. Und wo ich gerade am Springen war, ich mache mir ja extra hier keine großartigen Ablaufnotizen, weil dann gucke ich die ganze Zeit nur auf den Zettel und dann geht so ein bisschen das Schnacken vorbei. Was so schwierig an der ersten Welle ist, ist ja, wo fängt sie an und wo hört sie auf? Deshalb habe ich jetzt vorhin immer die Jahreszahlen vorgelesen. Und wenn man sich das ganz einfach machen möchte, und eigentlich fährt man mit der Nummer auch ganz gut, dann sagt man einfach, erste Welle Black Metal, das sind die 80er, und die ab der zweiten Welle, das sind dann ab den 90ern. Dann muss man natürlich überlegen, und wir kommen bald in die Verlegenheit, wann hört denn die erste Welle Black Metal auf? Ja, und dann muss man sich vielleicht überlegen, was ist das allererste, zweite Welle Black Metal Album und alles, was bis dahin geht, ne? Mal vorweggreifen. Könnt ihr euch ja schon mal über durch den Kopf gehen lassen. Dark Throne, A Blaze in the Northern Sky, 92. Erstes Black Metal Album, zweiter Welle, kann man das sagen. Aber bevor wir dahin kommen, haben wir halt noch Bathory, The Return. Und das Album ist finster. Ich kenne das. Also das ist richtig finster. Also da kann ich auch, ich halte das hier einfach mal rein. Da ist The Return of Darkness and Evil auch nochmal drauf. Und das ist wirklich ein richtig brutales Album. Und ich möchte das jetzt einfach nochmal mit dem ersten, wenn das erste noch so ein bisschen rockiger ist. Dann ist das Album finster, schwarz, sehr hart. Und dann kommen wir nämlich zu dem Album. Under the Sign of the Black Mark. Hier, ne? Schönes Cover. Das ist übrigens eine, war das jetzt eine Oper oder ein Theater? Auf jeden Fall ist der Typ hier ein Bodybuilder und die haben sich das da kurz gerichtet, ihn dahingestellt und fotografiert fürs Plattencover. Weiß ich jetzt gar nicht. Also auf jeden Fall
Ja, das, also ich glaube, das ist auch ein ikonisches Cover. Also das kennt man auch und das ist auch einfach, also das ist das Album, glaube ich, egal wen man fragen würde. Und da würde ich sogar so weit zu gehen, jemand, der einfach nur irgendwie ein Album nennt, gut, sagt er vielleicht Venom Black Metal, aber dann spätestens als zweites müsste dieses Album kommen. Und selbst wenn man lange Zeit überlegt und nochmal guckt und abgleicht und abwägt und so weiter, ich glaube, selbst dann würde man vielleicht auch wieder über Umwege doch wieder zu dem Album kommen. Denn das Album macht das, was ich vorhin gesagt habe. Es schafft eine Atmosphäre, die später für die zweite Welle enorm wichtig ist, in einer Monotonie, in einer ganz, ja, es werden Keyboard benutzt, ohne irgendwie jetzt kitschig zu wirken. Und die gesamte Ausstrahlung von diesem Album ist, glaube ich, genau das. Also auch gerade so die ersten Dark Throne wissen da ganz genau, wie welches Album sie da sehr viel gehört haben. Und ich habe jetzt ja hier die Rückseite, ne? Ich meine, Woman of Dark Desire. Das ist ja, wenn man in, wenn man bei so einer Musikrichtung noch überhaupt von einem Hit sprechen kann, ist es das natürlich, ne? Oder, ich weiß nicht, ich kann ja einfach alle vorlesen. Das sind alles Hits. Enter the Eternal Fire, Equimanthorn, Call from the Grave. Und jetzt habe ich 1, 2, 3 nicht genannt und jetzt fragt ihr, warum ich die nicht genannt habe. Das ist einfach ein Klassikeralbum. Das ist ein Klassikeralbum. Alles, was ich genannt habe, sind eigentlich fast durch die Reihe Klassikeralben. Und wenn du dich mit der ersten Welle Black Metal ganz oberflächlich beschäftigst, dann wirst du immer auf diese drei Namen stoßen und dann geht's erst mit anderen Namen weiter. Aber erstmal wirst du nur diese drei haben und das sind einfach Venom, Hellhammer, Celtic Frost und Weathery. Und dann gibt's Bands, die eben noch weiter irgendwie mit verantwortlich waren. Und da können wir auch gleich einfach mal zu Mercyful Fate gehen. Mercyful Fate. Jetzt habe ich die Platte natürlich gerade oben stehen gelassen, aber das weiß ich auch alle aus dem Kopf. Das ist die Melissa und das ist die Don't Break the Oath. Und wenn ihr euch das anhört, dann wisst ihr natürlich, okay, das ist klassischer Heavy Metal. Mit Falsettgesang, das ist King Diamond. Das hat ja eigentlich überhaupt gar nichts mit Black Metal zu tun. Außer, und weil die Alben halt auch sehr früh entstanden sind. Das war auch 83 und 84. Ja, also jetzt auch aus der heutigen Zeit. Ne? Also das ist so uralt eigentlich. Und wenn du dir die einfach anhörst. Melissa ist erstmal einfach nur rein vom Musikalischen. Mir gefällt das selber auch einen kleinen Ticken besser als das zweite Album, was sicherlich einfach noch ein bisschen ausgearbeiteter ist, viel filigraner noch, aber Melissa hat einfach Riffs zum Niederknien. Da denkt man sich manchmal, das Album braucht überhaupt gar keine Solos, das hat so starke Riffs, das ist einfach so krass und hat natürlich den Übersong Black Funeral. Und das ist es halt, was King Diamond geschaffen hat mit seiner Band vorher Mercyful Fate, ist, glaube ich, nochmal dieses Satanische in die Rockmusik sehr explizit zu bringen. Nicht so verschachtelt, wie es vorher war. Weil wenn wir so an Black Sabbath zum Beispiel früher denken, das sind ja keine Satanisten. Die wollten sowas ja auch gar nicht machen. Das wurde zum Beispiel das Cover-Artwork, ich blende das hier ein, das wurde ihnen ja vorgegeben, weil das so gut zu der heutigen Zeit passt. Aber Black Sabbath ist definitiv keine satanische Band. Da könnten wir dann eher noch von Coven sprechen davor, ne? Oder Coven. Coven, das ist mir jetzt auch egal. Wie gesagt, für alle, die jetzt nicht so oft oder hier das erste Mal reinschauen, Bandnamen und Ernies Aussprache zu dem Ganzen, das ist immer ein ganz besonderes Abenteuer. Aber Mercyful Fate hat auf jeden Fall, denke ich, das Satanische sehr prägnant in den Heavy Metal gebracht. Und da kann man ja natürlich auch mal, dann guckst du dir einfach mal so von das Helvete an, ne? Also das war das Helvete oder hier Euronymous Shop. So, und mal gucken, was er da so ausgestellt hat. Und das sind ja dann solche Platten wie Don't Break the Oath. Ne? Und was ist noch dabei? Das ist jetzt so das Erste, wo man sich überlegen kann, boah, oder sagen kann, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, da haben wir jetzt erstmal die drei Großen gehabt. Dann haben wir jetzt Mercyful Fate, der nochmal so das satanische Image reinbringt. Und was du dann ganz häufig siehst, du siehst Dad mit Pullovern oder mit T-Shirts von diesen Bands und sehr viel Kontext dazu, das sind Sodom. Ja, und nicht nur Sodom, sondern das sind diese drei teutonischen Ruhrpott-Bands. In diesem Fall muss ich jetzt Tankard wirklich mal außen vor lassen. Es tut mir immer ein bisschen in der Seele weh, wenn man von den großen drei teutonischen Bands Sodom, Creator und Destruction redet. Und dann lässt man Tankard immer außen vor. Jetzt in diesem Kontext, erste Welle Black Metal, denke ich, ist es verständlich, dass das jetzt nicht so den Bezug hat. Sodom dürften im Grunde genommen auch mit In the Sign of Evil
Und Obsessed by Cruelty, das sind die ersten beiden, beziehungsweise das erste ist eine EP, das andere ist dann das komplette Album, maßgeblich. Und die wäre mit verantwortlich sein für das, was auch so in den Lagern um Mayhem herum dann so passiert ist. Weil, hört's euch an. Und wenn wir über diese drei Bands sprechen, ist es auch nicht nur der Sound. Weil, weißt du, jetzt könnte man natürlich damit anfangen, jetzt könntet ihr mir alles Mögliche nennen. Ich komme natürlich noch zu den südamerikanischen Bands, ist klar, ohne die geht dann gar nichts. Aber natürlich könnten wir jetzt irgendwie die finsterste Rumpel-Kombo aus sonst wo nennen und sagen, oh, das ist ja auch schon so brutal für die Zeit gewesen. Ah, darum geht's auch nicht nur. Es ist beim Black Metal auch immer wichtig, Attitüde, ne? Und dann guckt euch mal die Bilder von denen an. Dann guckt euch mal an, wie Sodom da am Anfang rumgelaufen sind. Und guckt euch an, wie Creator und Destruction in den Anfangstagen rumliefen mit den umgedrehten Kreuzen in Schwarz, mit den ganzen Nieten und dem Ganzen. Das, was Venom praktisch vorgelebt haben, dieses krasse Spikes und umgedrehte Kreuze, Patronengurte und dieses Ding. Das haben die bis aufs Äußerste ausgereizt. Ne? Und da hat er natürlich so ein Tom Angel Ripper am Anfang noch so einen Pisspot-Schnitt. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber zu nahe treten sollte man den wahrscheinlich auch nicht. Erstmal ist er riesengroß und zum anderen galten Sodom auch damals als wirklich komplizierte Jungs, so mit denen dann immer eher so ein bisschen Stress ist. Stress hatte dann allerdings auch Noise Records, die waren nämlich auch bei Noise Records, mit dem ersten Album, was In the Sign of Evil werden sollte, mit Outbreak of Evil and Sepulchral Voice, ne, solchen Songs. Das sind jetzt nur sehr wenige Songs. Der Grund ist einfach der, die haben halt im Studio angefangen und irgendwann wurde denen halt von den Verantwortlichen der Stecker gezogen, weil die gesagt haben, Jungs, das bringt nichts, das klingt scheiße. Wir machen da jetzt eine EP draus, das bringen wir so raus, aber alles andere hat keinen Sinn, das ist Geldverschwendung. Und dann haben sie das gemacht und das Ding hat sich verkauft wie warme Semmeln, ne? Ja, oder, ja. Das ist natürlich immer so das Ding, was dann so die Labels denken oder die Verantwortlichen. Und das ist auch das, wenn man überhaupt auf die ganze Zeit zurückblickt. Man hört das ja von so vielen. Ich habe jetzt ja schon so lange über so viel über Hellhammer gesprochen. Das hat niemand ernst genommen. Das fanden alle furchtbar angeblich. Aber irgendwie gekauft wurde es ja trotzdem. Also wenn ich Zahlen gelesen habe, dann sind das Zahlen im fünfstelligen Bereich. Gut, jetzt gab es da natürlich auch noch keine MP3s, aber selbst verkauf mal mindestens 10.000 Alben, da gehört auch ein bisschen mehr dazu, als einfach nur vorm Internet zu leben, ne? Und Obsessed by Cruelty siehst du auch Euronymous öfters in dem T-Shirts, beziehungsweise habe ich schon T-Shirts sehen. Da ist natürlich auch der Song, jetzt könnt ihr natürlich raten, Death Like Silence, wer sich davon hat inspirieren lassen. Und somit sind Sodom, glaube ich, von diesen drei Bands nochmal so die, die, glaube ich, mit noch, die so an der Spitze sind dessen von diesen drei Teutonen-Bands. Danach hast du Creator. Da würde ich sagen, die haben natürlich von der Attitüde eigentlich gar nichts damit zu tun. Aber wenn man sich die Alben Endless Pain und Pleasure to Kill anhört, dann hat man schon so diesen, ja, es ist ja auch so, wenn du 85, 86, da gab's ja auch noch nicht alles. Natürlich gab's da schon diese Hellhammer-Demo-Geschichten und so. Es gab schon räudigen Sound, aber Creator haben halt auch nochmal so richtig krass heftige Mucke gemacht. Eben dann auch in Verbindung natürlich mit dem Äußerlichen. Haben sich dann später so weiterentwickelt. Bei Creator finde ich auch, erkennst du sehr gut die Entwicklung. Gleich das erste Album noch, also die Endless Pain ist noch schon sehr, sehr. Aber die werden immer besser. Werden immer besser von Album zu Album, bis sie natürlich irgendwann Speerspitze sind. Ne? Mittlerweile echt mit Chartplatzierung 1, ne? So im letzten Album. Das ist schon ein ganz anderer Weg natürlich, den als den jetzt andere Bands dann gegangen sind. Destruction, würde ich dann auch sagen, da hast du dann so die Sentence of Death, die EP. Da hast du schon das Cover so, da weißt du dann, wie es lang geht. Und Infernal Overkill, ja, hat man da noch, glaube ich, immer mal irgendwie auf irgendwelchen Fotos gesehen, wenn es um den Helvetes Shop da geht oder wie auch immer. Ab so Eternal Devastation, glaube ich, wäre ich dann auch langsam raus. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich bestimme, was erste Welle ist, ne? Aber ich denke, das geht dann schon ein bisschen zu sehr in eine andere Richtung. Da sind es bei Destruction mit sicherlich auch eher die EP und das erste Album. Und wenn es dann so weit geht, dass manche noch Running Wild, Gates to Purgatory mit reinnehmen, ja, also die hatten da zwar ein satanisches Image, aber dann hört euch das Album mal durch. Ich glaube, das hat einfach auch gleich so von der ganzen. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass alles, was die Jungs in der zweiten Welle gehört haben davor, dass das alles einen Einfluss auf die Musik selber hatte. Ne? Da hast du natürlich auch, wenn ich höre ja auch dermaßen viel Musik, ihr hört dermaßen viel Musik, aber wenn ihr dann selber auch Musik macht, es hat ja nicht alles einen Einfluss auf das, was du machst. Und da muss man dann auch, glaube ich, irgendwann trennen.
wenn man Fenris noch fragen würde, der würde jetzt auf jeden Fall noch Bulldozer aus Italien, The Way of Wrath, nennen. Hier Ding von 85. Klingt auch geil, hört rein. Wenn ich jetzt so Fenris mal angesprochen habe, der hat ja auch ein schönes Video zu dem Thema Black Metal, wo er an der Tafel steht, gemacht. Finde ich super so. Ne? Man lacht dann immer erstmal so ein bisschen drüber, aber der hat halt Ahnung. Jetzt muss man natürlich auch mal sagen, man muss immer kritisch sein. Also man kann jetzt auch nicht sagen, da sagt einer was und das stimmt dann alles. Auf der anderen Seite, wenn jemand, der wirklich die zweite Welle Black Metal mehr oder weniger mitbegründet hat mit Alben wie A Blaze in the Northern Sky, Under a Funeral Moon und er dann davon spricht, wie das Ganze aufgebaut wurde, dann kann man schon davon ausgehen, dass er ja als eine der wichtigsten Figuren der zweiten Welle dann schon genau weiß, was irgendwo kanalisiert wurde. Na? Südamerika, hartes Pflaster. Also da kann man jetzt wahrscheinlich, also ich glaube, da, wenn ich jetzt darüber sprechen würde und es versuchen würde, komplett zu machen, dann sitze ich in 3 Jahren noch hier, weil Südamerika ist berühmt-berüchtigt dafür, dass es einfach knallharte Mucke ist. Das liegt auch einfach daran, dass das Leben da nicht sonderlich einfach ist. Es ist dann immer verrückt, wenn man dann den Kontrast dazu nimmt, dass gerade ausgerechnet in Norwegen die zweite Welle entstanden ist. Aber da hast du Volcano, Bloody Vengeance, 1986, laut Dale Patterson, ja schon gezeigt hier, ne? Im Grunde genommen das erste Black Metal Album aus Südamerika. Und ein zweites Album, was ich persönlich außerordentlich wichtig finde, nicht nur ich, sondern auch viele andere, das ist ein Sarkophago, und zwar mit dem Album Inri. Nicht nur deshalb, weil das Album, ja auch, wann kommt es raus, 87, erstmal wirklich alles erfüllt, was man erwartet von Musik, die jetzt wegbereitend dafür ist, sie auch häufig genannt werden. Kurzer Nebensatz, ich hatte sie in einer Show zum Thema Drum Computer im Metal mal genannt, mit dem Album Crust haben sie ein abgefucktes Ding abgeliefert. Aber wenn ihr euch das einfach mal anschaut, man sagt, dass es im Grunde genommen eins der ersten Cover ist oder ersten Bandbilder, wo die Leute Warpaint, also oder Corpse Paint getragen haben. Und auch die ganze Aufmachung der Jungs hier in den Nieten und so weiter, das ist gut. Das hast du natürlich bei Venom auch so. Es wird natürlich wesentlich extremer immer. Das sah man dann auch schon bei Creator, Sodom und Destruction. Aber dann hier in Verbindung mit dem Corpse Paint heißt es, dass es so mit einer der ersten gewesen sein sollte. Und somit ist auf jeden Fall Sarkophago, wenn wir über Südamerika reden, definitiv da zu nennen. Und Parabellum aus Kolumbien, also wenn ich mir überhaupt vorstelle, eine Black Metal Band aus Kolumbien, dann braucht ihr das gar nicht anhören. Also ihr solltet es euch anhören, aber man weiß vorher im Kopf schon, wie es klingt. Das ist eine absolute Randale. Also das ist mehr Randale als ein Carsten Oerdegger im Bauch. So, ne? Das ist hart. Das ist harte Musik. Und wir können da noch weiter bleiben. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal über ein paar größere Bands noch sprechen, die es da gibt. Sepultura. Gut, Sepultura, denkt ihr jetzt, das ist ja nur ein bisschen weit entfernt. Aber dann hört euch mal die Alben an. Klassischerweise genau die, für die sie damals immer verrissen worden sind. Hier Schizophrenia und Morbid Visions, umgedreht, ne? Also Morbid Visions 86, das andere 87. Es ist geil, also das ist vor allen Dingen, natürlich ist das chaotisch, das ist nicht das, was sie dann irgendwann später gemacht haben, also ich kenne jetzt auch nur dann noch die Roots oder so, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von dieser Art, die Sepultura macht oder für das, wofür Sepultura stehen, aber mit diesen beiden ersten Alben, da haben sie richtig knallhartes Zeug abgeliefert. Dann geht man weiter in den Norden und überlegt so, was haben wir denn eigentlich noch in den 80ern da gehabt an harter Musik, und wundert sich immer, warum man so selten was über Slayer liest. Dabei ist doch eigentlich die Show No Mercy 83 auch gewesen, und die hört euch mal an. Das ist noch richtig rau auch vor allen Dingen, und die Hell Awaits dann 85 genauso, ja schon ein bisschen mehr so, obwohl die erste Show No Mercy geht natürlich, die ist wirklich, also die muss man eigentlich nennen, doch, würde ich sagen, muss man nennen. Und warum man natürlich die Rain in Blood da nicht nennt, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, Slayer sind da auch einfach schon zu groß gewesen. Ja, also vor allen Dingen war da plötzlich Rick Rubin mit an Bord. Das ist ja im Grunde genommen alles, für was Black Metal steht, wird mit so einem Album natürlich irgendwie versaut. Du bist mega erfolgreich und du hast so einen Hammer-Typen dabei, der dein Album produziert. Und somit bleibt es bei Slayer dann halt eben bei der Show No Mercy. Ein Album, was ich aber trotzdem noch nennen möchte aus Amerika. Es wird, ich weiß, ich zeige es jetzt erstmal die Kamera. Processed, Seven Churches. Jetzt wird von dem einen oder anderen von euch kommen, ja, aber das ist doch das erste Death-Metal-Album.
Stimmt auch. Wird gehandelt als Possessed Seven Churches ist im Grunde genommen das erste Death Metal Album. Kann nicht sein. Kann aber ja auch trotzdem immer noch. Und jetzt guckt euch einfach mal an. Guckt euch einfach so die Themenwahl an. Man guckt sich die Leute hinten an und das Ganze. Und vor allen Dingen, ich sag ja auch einfach mal, wie gesagt, es geht ja auch um Inspiration. Und ich sag mal, ein bisschen nach Marduk sieht das doch schon aus, oder? Ich meine, umgedrehtes Kreuz im Cover sowieso. Also klar, mag vom Sound her vielleicht mehr am Death als am Black sein, aber wir wissen auch alle, dass die Grenzen auch manchmal einfach fließend sind. Vom Thrash zum Black, zum Death und so weiter, ne? Ach ja. Ich schau mal eben auf die Uhr. Ach ja, das wird eine gediegene Show heute wieder. Ja, bin aber auch eigentlich schon ganz gut am Ende, weil wir kommen langsam wirklich zu dem Punkt, wo enden wir jetzt eigentlich? Und wo wir enden, das ist eigentlich ganz schön, finde ich, zusammengefasst, wenn du dir einfach nur mal das Inhaltsverzeichnis, wie gesagt, wieder von dem schön. Ich habe mir trotzdem noch, das reicht dann immer mal, wenn man so die erste Kapitel liest, Lords of Chaos, finde ich, ist vollkommen in Ordnung aufbereitet da so. Aber da ist Dale Patterson einfach noch ein bisschen nerdiger zu Werke gegangen. Ansonsten, wie gesagt, die Noise Records Bio. Warum ich sie euch ans Herz lege in diesem Zusammenhang ist, weil ihr dort sehr viel über Hellhammer und Celtic Frost lesen könnt und besonders über die Probleme, die dort damals gewesen sind. Und das lässt viel hinter die Kulissen blicken. Ist natürlich dann auch viel über... mal gucken, was wir noch... Ich kann ja kurz einmal reinschauen hier. Genau, über Creator geht's halt auch. Selbst die Halloween-Stories sind halt auch spannend. Und da hast du halt die ganzen Sachen mit den Samplers wieder. Hellhammer damit Halloween auf den Sampler kommen und so weiter. Aber wie ich sagte, wir gucken da mal kurz ins Inhaltsverzeichnis. Nochmal gar nicht weiter reingehen. Da geht's halt Hellhammer, Celtic Frost, First Wave. Ja, Blasphemy zum Beispiel. Ich habe sie schon häufig genannt. Blasphemy nenne ich immer, wenn ich irgendwie versuche, irgendwie was klarzumachen, wie absolute Höhlenmenschenmusik so. Aber dieses Album, ich meine, das ist halt auch einfach wirklich sehr, sehr früh rausgekommen und man darf einfach diesen Stellenwert überhaupt nicht unterschätzen. Und da kannst du wirklich mal gucken, wer von den ganzen Leuten echt Blasphemy-Shirts da getragen hat. So, und die stehen ja einfach für was ultra Brutales und vor allen Dingen auch für so eine gewisse Form von, ja... Was ich gerade in letzter Zeit interessiere mich da sehr für so eine gewisse Form von Anti-Musik, weil ich habe mir eine ganze Reihe noch aufgeschrieben. Ja, da hast du dann eben so Von. Wir können jetzt auch noch über Von sprechen oder über Beherit halt. Beherit ist schon wahrscheinlich relativ klar eher zweite Welle, aber das sind alles solche Sachen. Das, sowas entzieht sich meistens einer gewissen Kritik oder der Möglichkeit, es zu rezensieren, weil sie gewisse Dinge ausschalten, die eigentlich in der Musik immer so vorausgesetzt werden. Songstrukturen, Melodien, es muss irgendwie etwas... Ja, aber wenn du halt sowas wie Blasphemy hörst oder Von oder Beherit so, dann geht's ja nicht darum, irgendwie deinen Schöngeist zu befriedigen. Es ist ja fast wie, ohne jetzt blöde Sprüche zu machen, es ist ja fast mehr sowas wie Ambient. Das ist so ein bisschen mehr wie Ambient, genauso wie Revenge zum Beispiel. Wenn das einfach nur 30 Minuten totales Geboller ist, so, da kannst du dann noch so weit gehen, ja, wie Sun zum Beispiel. Oder du nimmst, das hatte ich jetzt hier, das ist die ganze Zeit hier, der Merzbo. Ja, da draußen kloppt sich gerade eine Katze. Merzbo. Wo im Grunde genommen ja nicht nur das Melodische der Musik entnommen wird, sondern auch das Rhythmische. Also dieses Anti-Musik. Und ich finde, das ist auch ein Teil, der zum Black Metal gehören kann, beziehungsweise zu einer Extremform von Musik und einem musikalischen Ausdruck. Würde jetzt aber zu weit führen. Und um die Grenzen aufzuzeigen, habe ich hier eben noch Samael zum Beispiel. Oder Tormentor. Tormentor habe ich jetzt auch noch gar nicht erwähnt. Das mag auch wirklich. Also, der Sänger halt, hier Attila, hat ja später auf der Demistristum Satanas gesungen. Oder Master's Hammer, die Ritual. Also Master's Hammer auf der Ritual gemacht haben, das hat Jahre gedauert, glaube ich, bis das irgendjemand verstanden hat, glaube ich, beziehungsweise bis das irgendwie aufgearbeitet werden konnte, weil die haben so früh so viel gemacht. Ja, das ist hart so, ne? Und dann kann man auch überlegen, ob man jetzt die ersten beiden die ersten Sachen von Mayhem noch sogar noch zur ersten Welle nimmt, ne? Also Pure Fucking Armageddon, das Demo. Grundsätzlich soundtechnische Frechheit, also kannst du wahrscheinlich auch eher als Ambient begreifen, weil hörbar ist das nicht wirklich. Death Crush,
tut man sich schwer mit, das als Black Metal zu bezeichnen. Aber auf der anderen Seite, es ist der Weg gewesen, der dahin geführt hat, dass irgendwann mal ein Album wie, na gut, selbst die Live in Leipzig, das ist einfach nur das Live-Album von 83 und dann 84 die Dimittris Dum Satanas. Und dann sind wir 92 bei Dark Throne, A Blaze in the Northern Sky. Ich habe ganz viel vergessen. Ich habe ganz viele Alben vergessen. Ich kann, wir könnten da über Namen, über Bandnamen sprechen. Wir können das hier noch reinbringen und so weiter. Was ich einfach nur versucht habe, war ein Gefühl, zu entwickeln dafür, wie sich etwas entwickelt. Und das finde ich das Spannende. Das finde ich das Spannende an der ersten Welle Black Metal, dass es dir praktisch wie die Faust ins Auge schlägt, so, dass du dich mit Grundlagenforschung auseinandersetzen kannst. Müssen tut man gar nichts. Man kann auch einfach nur irgendwie was anhören und das und was einem gefällt und so weiter. Aber wenn man sich beschäftigt, stößt man ja auch manchmal auf Sachen, auf die man sonst nicht gestoßen wäre. Auf GBH bin ich zum Beispiel nur gestoßen, weil ich mich mit Venom beschäftigt habe. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald.